Hallo, während der Juliferien unternahmen meine beiden Schüler Carlos André und Thierry und ich eine geologische Exkursion auf den Gipfel des Piedra da Onca in Itarana im Bundesstaat Espírito Santo. Dort wurde im Jahr 1941 das größte Vorkommen von Beryl, Meerwasser in der Welt entdeckt. Zunächst einmal bitte ich Sie, den Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen, sowie das Video mit Ihren Freunden über soziale Netzwerke zu teilen. Und das Wichtigste: Sehen Sie sich das Video bis zum Ende an. Wir werden diese Geschichte im Detail zeigen und ein wenig nacherzählen. In dieser Lagerstätte wurden mehr als 2 Tonnen Beryl, Meerwasser entdeckt. Einige dieser Edelsteine landeten in den Schmuckstücken von Königin Elisabeth II. In England. Wie aus einigen offiziellen Dokumenten hervorgeht, ist unter den verschiedenen Juwelen, die zur Sammlung von Königin Elisabeth II. Gehören, ein Set bestehend aus einem Diadem, einem Armband, einer Brosche, einer Halskette, einem Paar Ohrringe und einem Ring aus Aquamarin, von dem ein Teil auf dem Gipfel des Piedra da Onca in Itarana, in der zentralen Bergregion von Espírito Santo, gewonnen wurde. Mit diesem Video wollen wir den Menschen die Möglichkeit geben, die Region und die Geschichte dieses Ortes besser kennenzulernen. Es ist jetzt 7 Uhr morgens, und wir nähern uns dem Stein bereits über die unbefestigte Straße, die in den Stadtteil Praca 8, Itarana führt. Die Sonne ging genau in der Mitte auf, zwischen dem Piedra da Onca und dem Piedra Alegre. Blick nach rechts, auf die Spitze des Felsens, wo sich das Beryl-Vorkommen, Meerwasser, befand. Wer durch Várzea Alegre kommt, ist überrascht und berüchtigt, die große Menge an Quarz- und Pegmatitwalzen, inmitten von Kaffeeplantagen, die nicht mehr unbemerkt bleiben konnten. Wegen der Hitze in der Mitte der Steinlapas empfiehlt es sich, gleich morgens hinaufzusteigen, und zwar am besten im Winter. Der Weg ist sehr ruhig und gut begehbar, es wird empfohlen, Schuhe mit guten Gummisohlen zu tragen, um ein Ausrutschen auf dem Weg zu vermeiden. Als wir die Vegetation verlassen, sehen wir auf der Steinlapa Markierungen, die den Weg zum alten Bergbaugebiet anzeigen. Denken Sie daran, dass der Aufstieg auf der Nordseite des Felsens erfolgt und die Entfernung vom Fuß des Hügels bis zum Gipfel etwa 1,5 Kilometer beträgt. Und nun gehen wir zurück in das Jahr 1941, das Jahr, in dem die Lagerstätte entdeckt wurde. Der Protagonist dieser Geschichte war der junge Angelo Chiorotti, damals etwa 12 Jahre alt. Obwohl er nicht genau wusste, worum es sich handelte, beschloss der junge Angelo, den blauen Stein in seine Ledertasche zu stecken, um ihn mitzunehmen und seinem Vater Luis Chiorotti zu zeigen. Herr Luis war ebenfalls von diesem Material fasziniert und beschloss, den Stein seinem Freund João Acevedo, dem Besitzer einer kleinen Apotheke in der Stadt, zu zeigen. Zunächst beschließen die beiden, sich zwischen den vielen Dornen einen Weg zur Spitze des Felsens zu bahnen und beschließen, ein wenig zu graben. Mit wenigen Spitzhacken fanden sie mehrere Berylle in der Blüte der Erde, sammelten nur zusätzliches Material, minderwertige Materialien wie Schlacken, fehlerhafte Steine und Quarzkristalle wurden den Berg hinuntergerollt.
Ursprünglich wurde die Gesellschaft von João Acevedo, seinen Brüdern Gustavo, Ermelindo und Cantillo sowie den Herren Levino Gasparini und Luis Piorotti gegründet und organisiert, eine soziale Gruppe, die sich später auflöste, als neue Verwandte, Freunde und Familienmitglieder hinzukamen. Es ist bemerkenswert, dass es Versionen gibt, wonach die Entdeckung der Lagerstätte von Herrn Raimundo Ferreira gemacht wurde, einem Wanderer, der gerne auf die Klippen der Region kletterte, um zu jagen. Dies mag zwar zutreffen, aber er wusste nichts von der Kostbarkeit des dortigen Erzes, so dass er anonym blieb. Innerhalb weniger Tage verbreitete sich die Nachricht und es bildete sich eine Menschenmenge, die das Vorkommen erkunden wollte. Händler, Bauern, Menschen, die keine Ahnung vom Bergbau oder dem tatsächlichen Wert der Edelsteine hatten. Berichten zufolge haben mehr als 3000 Menschen aus verschiedenen Teilen Brasiliens das Gebiet durchquert. Da dieser Abbau sehr schnell vonstatten ging, gab es keine Aufzeichnungen über den Untergrund, und die meisten dieser Edelsteine landeten in den Städten Governador Valadares und Teofilo Otoni und wurden später so deklariert und dokumentiert, als ob sie in der gemologischen Provinz des Bundesstaates Minas Gerais abgebaut worden wären, so dass sie dem Bundesstaat Espírito Santo keine Steuern einbrachten. Nach einem Informationsaustausch, den ich per E-Mail mit Herrn Idomar Taufner hatte, wurde der letzte Eingriff in das Bergwerk von Herrn Hermelindo vorgenommen, der im Bundesstaat Minas Gerais lebte und ein Bruder von João Acevedo war, der einen Tunnel im steilen Teil des Felsens im südlichen Teil durch einen felsigen Pegmatit mit Hilfe von Sprengstoff öffnete. Es gibt Berichte, wonach die Ursache durch Gesteinsstaub und Gase, die bei Explosionen in einer geschlossenen Umgebung freigesetzt werden, verschlimmert worden sein könnte. In dieser Zeit wurde auch der gesamte neben dem Kies aufgeschüttete Schmutz entfernt und gesiebt, um Edelsteine zu bergen, die zu der Zeit, als João Acevedo die Minen betrieb, weggeworfen wurden. Aus diesem Grund ist es fast unmöglich, an diesem Ort Schlacke oder Beryllspäne, Meerwasser, zu finden. Es ist sehr interessant festzustellen, dass der schmale Streifen roter Erde an der Spitze des Felsens, wo die Produktion der Edelsteine stattfand, nicht mehr als 200 Quadratmeter groß ist. Und genau dort befand sich das größte Beryllvorkommen, Meerwasser, der Welt. Auf der Südseite fällt das Gestein bald in einem Winkel von 90 Grad ab, und auf der Nordseite, wo das Land entsorgt wurde, neigt sich das Gestein in einem Winkel von 60 Grad. In Begleitung meiner beiden Studenten Carlos André und Thierry habe ich die Stelle abgesucht, an der Kies zur Zeit des Abbaus aufgeschüttet wurde. Leider konnten wir keine Berylle finden, dafür aber Bruchstücke von sehr schönem und transparentem Quarz.
Auch wenn die Gemeinde aus dieser Entdeckung kein Kapital schlug, so war sie doch ein Meilenstein, der den Beginn der Bergbauindustrie einleitete, die in der Region und in den Nachbarstädten noch mehrere weitere Vorkommen entdeckte. Als wir die Erde mit einer Spitzhacke entfernten, fanden wir schöne Stücke von kristalliniertem Quarz. Im Allgemeinen gehen die Leute, die sich dorthin begeben, ohne jegliches Werkzeug, so dass sie nur das einsammeln, was sie oben auf dem Boden finden, aber mit Hilfe eines Werkzeugs ist die Wahrscheinlichkeit groß, etwas Gutes zu finden. Dieses Video ist eine Widmung an alle Menschen, die Familienmitglieder hatten, die während der Bergbauzeit an diesem Ort arbeiteten, und wir wollen damit auch die Geschichte unserer Gemeinde retten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, meldet sich an und aktiviert die kleine Glocke, um Benachrichtigungen über neue Videos zu erhalten.